So, das kleine Kämpfchen lässt mich ziemlich warm werden, muss ich sagen. Ja. Also, ich bin doch gerade recht aufmerksam geworden, was dem anbelangt. Ja. Den Schaden, den ich gerade bekommen habe, konnte ich nicht sehen. Aber er ist jetzt ein bisschen höher, das heißt nochmal Ego-Kraft. Ich bin voll. Ich bin voll, jetzt macht er aber wieder. Ich meine, hab ich jetzt sogar. Oh ja, auf der Stärkung. Okay, dann muss ich mal gucken. Kraft so. Reduziert die Angriffskraft des Gegners um ein Achtel. Ein Achtel von 80 Schaden. Aha, 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 nämlich. Und den Angriff. Wasserfrei. Oh, die ist jetzt weg. Ist auf jeden Fall. Oh, scheiß Harlekins, ich hasse sie. Warum kann ich nicht sofort sterben? Hier einfach sofort sterben. Was macht denn die Schwierigkeit des Kampfes aus? Greif bitte. Geht auch noch. Ja. Irgendwie, gerade noch eben. Zerstöre den Harlekin und wer war's dann? Ego-Kraft. Harlekin tot. Freut mich. Freut mich sehr. Okay, Seelan. Ein! Das wird so knapp. Angriff. Seelan heilt sich diesmal mit Stark. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Fan dieser Besetzung, auch wenn die von Klo oder Mois ist. Meine Stark. Woher soll ich wissen, dass Stark mich heilt? Kann ich einfach was anderes, was ein bisschen das Ganze näher bringen. Ich traue es mich jetzt eine Eisbombe zu machen. Das ist übrigens auch lecker. Eine Eisbombe. Ah, das war's doch. So viel war's doch gar nicht. Na, also MN. Neues Level. Ja, cool. Freut mich endlich mal wieder. Neues Level. Was hat man? Arrrr, ich frage mich übrigens von den Leveln her, wie hoch man eigentlich kommt am Ende des Spiels. Ich habe es mit meinem Kollegen gespielt und da war man echt ziemlich nah am Ende. Was nichts Gutes verheißt, weil ich erst 20 bin. Baby. Oh, mein Baby, Jeros. Er ist in Sicherheit. Oh, es ist männlich. Natürlich muss es männlich sein. Es muss die Familienehre fortsetzen. Es muss den Namen M. Weiterführen. Iris. Schön, dich wiederzusehen, M. Ich habe meine Reise begonnen, wie du es mir gesagt hast. Ich habe an vielen Orten mit vielen Leuten gesprochen und ich habe Seelan getroffen. Doch jetzt ruhe ich mich auf meinen Lorbeeren aus. Ja. Ja, auch im Bett auf seinen Lorbeeren ausruhen. Hahaha, nein. Ich habe Gardes besiegt und der Welt den Frieden zurückgebracht. Ist damit mein Auftrag erledigt? Eigentlich schon, aber dein Schicksal hat sich geändert. Hätte ich jetzt auch gesagt. Was soll das heißen? Wenn du gestorben wärst, nachdem du Gardes besiegt hättest, hätte Frieden geherrscht. What the fuck? Ich soll dafür extra mein Leben opfern? Aber du hast Seelan geheiratet und ein Nachkommen hinterlassen. Du hättest eigentlich diesen Turm nicht leben verlassen dürfen. Hättest du mir doch mal früher gesagt, dann hätte ich was dagegen getan. Ich meine, hätte ich was nichts dagegen getan. Nein. Aber ich... Der Fluss der Zeit ändert dich ständig, sodass auch ich nicht mehr in die Zukunft sehen kann. Ich kann dir sagen, dass für dich jetzt die Zeit gekommen ist zu gehen. Ja, sorry. Meiner Meinung nach hört sie sich wie eine kleine Trickbetrügerin an, die einfach irgendeine Scheiße quasselt. Ich wünschte, es wäre so. Um deine Lieben zu schützen, musst du wieder in den Kampf ziehen. Willst du damit sagen, dass es einen Gegner gibt, der stärker als Gardes ist? Ich fand eigentlich Idora stärker als Gardes. Mhm. Wenn du tatsächlich die Kraft besitzt, das Schicksal zu beeinflussen, dann wirst du es eines Tages wissen. Tschüss. Tschüss, Bankerin. Naja, grüne Haare. Seelan, geht es Jeros gut? Yes. Du wirst wieder in den Kampf ziehen, nicht wahr? Ich muss gehen, um Jeros und dich gegen das Böse zu verteidigen. Ach, dann nimm die Alte doch mit, Mann. Ich gehe mit dir. Nein, das geht nicht. Du musst bei unserem Sohn bleiben. Typisches Klischee-Denken. Wenn ich eine gewöhnliche Mutter wäre, dann könnte ich mit Jeros auf deine Rückkehr warten. Ach, gib dir doch einfach irgendjemand anderen, der drauf aufpasst.
Aber ich bin eben nicht gewöhnlich. Ich kann kämpfen. Ich will kämpfen, um Hieras zu beschützen. Vielleicht siehst du ihn nie wieder, wenn du jetzt mit mir gehst. Wenn wir den Feind nicht besiegen können, wird es sowieso mit dieser Welt bald vorbei sein. Aber was? Ich will zu Hieras zurückkehren und ein friedliches Leben mit euch beiden führen. Ich wusste, dass ich dich nicht davon abhalten kann. Gut, zuerst sollten wir Idura finden. Lasst uns vorher noch nach Pandoria gehen. Wir können Hieras ja nicht mitnehmen. Okay. Tante, pass bitte auf Hieras, mein Schatz, auf. Na, dachte mir. Das werde ich, Selan, doch. Warum ziehst du wieder in den Kampf? Wäre doch so schön, wenn du nur Mutter sein könntest, oder nicht? Aber ich bin doch glücklich. Ich kämpfe für die Menschen, die ich liebe. Das musst du schon selbst wissen. Ich werde auf jeden Fall gut auf deinen Sohn Acht geben. Danke, ich wusste, auf dich kann ich mich verlassen. Selan, du musst bald wiederkommen. Hieras braucht deine Mutter. Ich weiß, Tante. Was hast du sonst noch so zu sagen? Lass Hieras ruhig bei mir. Bla bla bla. Ja, dann, wir haben noch 6 Minuten und haben Idura besiegt und wir wollen zu Pandoria. Sind wir ja jetzt. Das Licht aus dem Leuchtturm ist nach Alea weitergezogen. Du kommst nach Alea, wenn du durch den kleinen Tempel östlich von Rusalka gehst. Oh, vielen Dank, das ist der erste NPC, der mich direkt weiterbringt. Freut mich. Wir sind nicht geheilt. So viel Heil brauchen wir jetzt nicht, oder? Östlich. Bin ich von wo nach östlich? Nach Rusalka? Nach Rusalka. Was ist nochmal Rusalka? Das ist natürlich jetzt blöd, ne? Weil ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt, müsst ihr verstehen. Ich nehme einfach mal an, das ist die Wüste. Ist das der Schwerttempel? Okay. Ich werde Vorsprung. Okay, ab zur Wüste. So, was ist das? Vielleicht ist das schon Rusalka, aber da geht's nicht nach Osten. Boah, du warst immer noch zerstört. Haha, hab Spaß. Ich wäre doch gar nicht mehr da geblieben, wäre es zerstört. Wir sollten jetzt nicht irgendwo anders hingehen. Nomaden werden. Oh, der blöde Turm. Oh, der blöde Turm, ich komme nicht durch die Mitte. Wo soll ich denn lang? Oh, ich hasse diesen Turm. Wir langsam, glaube ich, immer weniger, als ich hier lang muss. Ja, ist doch perfekt. Ich weiß genau den Weg. So, ist das Rusalka? Minias. Ach ja, da wo die Brücke war. Zur Wüste, ab zur Wüste. Ah, den können wir killen. Dobermeister. Dober Name. Dober Name. Manche Witze sind auch blöd, aber ich stehe genauso auf Anti-Witze wie auf schwarzen Humor, muss ich sagen. Also, das auch nicht. Manche Witze sind halt so schlecht, dass man darüber wieder lachen kann. Ach so, ich gehe ja gerade voll mitten durch den Mini-Dungeon. Eigentlich soll ich nur über die Brücke. Wirkt ein bisschen merkwürdig, wenn ich jetzt alles verschneller. So, das muss Rusalka sein, oder? Weg da, Will-O-Wisp. Königreich Rusalka, also. Dann können wir unsere Reise ja endlich fortsetzen. Das ist die Brücke und das sind ein paar Orks. Schnell Durchlaufplätze. Das ist ein Turm. Und da ist noch was. Waren wir durch den Turm vorher gegangen? Ah, den Turm EG. Ja, da waren wir schon. Okay. Ich bin mal gespannt, in welche Stadt es uns jetzt führt. Nach Alea natürlich, aber wie sieht sie aus? Hier geht's lang. So, aber... Oh, wen haben wir denn da? Hey, M! Wo geht ihr beiden hin? Geil! Decker! Wollt ihr etwa abhauen, ohne uns Bescheid zu geben? Ich denke, wir sind ein Team. Meint ihr wirklich, wir würden das nicht merken? Ich gehe nicht wegen euch mit, sondern weil es jemanden gibt, den ich schützen muss. Du hast die Person, die ich schützen soll, immer noch nicht geheiratet? Was weißt du denn schon von Liebe? Du hast ja nicht mal eine Freundin. Meine Liebe ist mein Schwert. Du scheinst irgendwie eine Meise zu haben. Normal ist das nicht. Ist mir egal, ich werde auf jeden Fall mitgehen. Ihr beiden müsst tun, was ihr für richtig haltet. Stimmt genau, also was ist? Gehen wir endlich. Geil, und Decker schließt mich an. Witzig.
So. Tun, was soll ich jetzt eigentlich machen genau? Ich bin irgendwo in der Wiese und ich habe Angst vor Zufallsbegegnungen. Das ist eine Stadt. Witzig. Oh, Blumen. Neue Gegner. Sind wahrscheinlich sau viel stärker als vorhin, weil wir ja jetzt mehr zu zweit sind. Den Kampf mache ich noch eben schnell. Schnell durchlaufen. Ja, okay, gut. Ist auch nichts Besonderes. Ja, den Rest kann ich ja offscreen machen, aber ich glaube, ich mache erstmal eine Pause. Das war ja genug. Eine Hafenstadt. Aha, 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 aha. Das ist ein Heimathafen vieler Schiffe gewesen. Aha, aha. Ja, interessiert uns nicht. Gott, okay, ich gehe in die Kirche, speichere, mach aus und das war's. Also, ciao, Leute. Wir sehen uns schon bald wieder.